Herzlich willkommen zur Christnachtfeier hier im Münster Schaffhausen. Wegen der Corona-Krise können Sie leider heute Abend nicht persönlich hier anwesend sein. Doch ich bin überzeugt, dass jetzt zu Hause vor den Bildschirmen weit mehr Menschen versammelt sind als die gut 500 Personen, die unter normalen Umständen jeweils ins Münster strömen, um den magischen Kerzenzauber mitzuerleben, den Sie soeben von zu Hause aus bewundern konnten. Wir wollen heute nicht dem Virus Raum geben, sondern Gott, der in Jesus zur Welt gekommen ist, nicht in einem Gotteshaus, sondern in einer einfachen Unterkunft. Denn bekanntlich war kein Platz in der Herberge. Gott findet den Weg zu jedem von uns. Er braucht keine Gotteshäuser. Er kommt auch zu Ihnen nach Hause. Darum können Sie auch in den eigenen vier Wänden an dieser Christnachtfeier teilnehmen. Und so bilden wir alle zusammen weit herum die mit Abstand größte Gottesdienstgemeinde, die sich heute Nacht auf das Wunder von Weihnachten besinnt. Im Unterschied zur Kirche dürfen Sie zu Hause singen. Und wenn Sie dazu noch das Fenster aufmachen, dann freut das den Bundesrat und hoffentlich auch Ihre Nachbarn. Guter Gott, lass uns für das Unbegreifliche empfänglich werden, die Sehnsucht im Herzen tragen, aufbrechen in die Nacht, vor verschlossenen Türen stehen, ankommen auf freiem Feld, die Hoffnung ins Stroh legen und die frohe Botschaft hören und bewahren. Amen.
die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium. Es ist dieselbe Zeit passiert, wo der Kaiser Augustus den Befehl rausgegeben hat, es müsse sich die ganze Welt und alle Leute in Steuerlisten eintragen lassen. Das war das erste Mal, wo so eine Volkszählung gemacht und abgehalten worden ist. Und das Mal, wo der Quirinius als Statthalter Syrien geamtet hat. Daraufhin haben dann alle dem kaiserlichen Gebot gefolgt und den Weg in ihre Heimatstadt unter die Füsse genommen. Auch der Josef ist vom galiläischen Nazareth aufgezogen auf Judäa, in die Stadt von David, wo Bethlehem heisst, weil er aus dem Haus und Geschlecht von David gestammt hat. Mit ihm ist auch seine Verlobte Maria dabei gewesen, wo ein Kleines erwartet hat. Und wo sie dann oben angekommen sind, ist auch die Zeit der Geburt gekommen. So hat sie ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht. Sie hat dann aber müssen in Windeln wickeln und in Futterkrüpfe legen in einem Stall, weil alle Herberge schon voll Leute sind und sie keinen anderen Platz mehr gefunden und bekommen haben. Liebe Gemeinde, Weihnachten kommt etwas in Bewegung. Alles wird anders. Das ist Verheißung und Bedrohung. Für Maria und Josef, den Kaiser in Rom, für mich und die anderen. Während in Rom und anderen Regierungspalästen bang auf die neuesten Zahlen gewartet wird, Steuerzahlen, Flüchtlingszahlen, Infektionszahlen, Todeszahlen, und die Menschen aufgefordert werden, aufzubrechen oder zurückzukehren oder daheim zu bleiben. Während all das geschieht, machen sich zwei Menschen auf den Weg. Gehorsame Bürger und gefährliche Träumer. Sie haben den Traum, dass die Welt gerettet werden kann. Durch Liebe, durch ein Gotteskind. Es wird ein weiter, anstrengender Weg. Vielleicht hadern sie manchmal, fragen sich nach dem Sinn und ob sie das Richtige tun. Das geht mir auch oft so. Sie stehen vor verschlossenen Türen, hören, dass sie unerwünscht sind, kein Platz ist für sie, so wie es tagtäglich Menschen erleben. Was lässt sie weitergehen, weiter hoffen? Vielleicht Worte wie diese. Fürchtet euch nicht. Gott zählt auf euch und will euch reich beschenken. Ihr müsst nichts tun, nur offen sein für Zeichen vom Himmel. Gebt Acht auf das, was euch in den Schoß fällt. Ein Traum, ein Neuanfang, ein Kind, eine Rettung. In jener ersten heiligen Nacht war alles anders als erwartet. Rettung kommt immer überraschend und sie verändert. Mich, dich, die Welt. Die Geretteten sind nicht mehr dieselben. Sie sind mutiger, fröhlicher, dankbarer. Weihnachten erzählt davon, dass der Retter da ist. Anders, als wir es uns vorstellen. Und die Tür zum Himmel offen hält. Vielleicht gleich um die Ecke. Weihnachten heißt für mich, ein Anfang ist gemacht. Maria hat Gott zur Welt gebracht. Gott ist da und will mit uns die Welt retten. In ganz kleinen Schritten, Wunder inklusive. Und wer mag, ist herzlich eingeladen, mitzukommen. Es hat auch Hirten gehabt. In selber Gegend auf dem freien Feld, wo die Nacht ihre Tiere haben müssen hüten. Aber noch Moment ist ein Engel vor ihnen gestanden und ein Glanz hat um den Namen geleuchtet, dass sie richtig tief erschrocken sind und sich schier zu Tod gefürcht haben. Aber der Engel hat zu ihnen gesagt, ihr müsst euch nicht fürchten. Ich verkünde euch,
eine grosse Freude und die wird alle Völker angehen. Euch wird in dieser Nacht der Rettler geboren, der Gesalbet, der Herr in der Stadt von David. Und darum gebe ich euch ein Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist die Windel gewickelt und liegt in einer Futterkrüpfe in einem Stall inne. Und zumal ist dann der Engel um die ganz himmlische Heerschar auftaucht, wo Gott gelobt und gesagt haben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ich möchte eine Erfahrung aufnehmen von Gemeindegliedern, die einen lieben Menschen in diesen Tagen begleiten. Einen Menschen, der am Coronavirus erkrankt ist und beatmet wird. Die Angehörigen haben ihr erzählt, von der schwierigen Erfahrung, unter Corona-Bedingungen Abschied zu nehmen, Schutzanzüge anzuziehen, Abstand zu bewahren, mit Plastikhandschuhen die Hand des Vaters oder der Mutter zu halten. Ich fühle mich so hilflos, ich kann nichts machen, einfach nur da sein, haben mir Angehörige gesagt. Und jetzt hören wir die Weihnachtsbotschaft. Was will diese frohe Nachricht uns sagen? Euch ist heute der Heiland geboren. Der Engel zeigt auf dich und mich und sagt euch, er schließt uns alle zusammen. Wir, die wir auf unserem Lebensweg unterwegs sind, mit all dem, was wir zu tragen haben. Wir, die wir mit dem Virus und all seinen Auswirkungen leben. Wir, die wir lernen müssen, mit der Ungewissheit und Hilflosigkeit zu leben. Wir, die wir uns gewohnt sind, dass alles planbar ist. In diesen Tagen werden wir uns bewusst, dass wir verletzlich sind. Wir sind nackt wie ein Neugeborenes oder wie das kleine Kind in der Krippe. Momentan können wir so vieles nicht planen. Was morgen sein wird, wissen wir nicht. Euch ist der Heiland geboren, sagt der Engel. Euch ist der geboren, der euer Leben heil, ganz macht. Das heißt jetzt für uns, wir können uns unsere Hilflosigkeit und Verletzlichkeit eingestehen. Das Leben mit dem Virus ist so, wie es eben ist. Wir müssen mit der Ungewissheit und Nichtplanbarkeit leben. Indem wir dazu Ja sagen, sind wir miteinander solidarisch unterwegs und vertrauen darauf, dass Gott mit uns geht durch diese Zeit. Weihnachten ist das Fest, das uns alle miteinander verbindet. Es erinnert uns an den Anfang unseres Lebens, als wir klein, hilflos, nackt und bedürftig waren. Gott wurde Mensch, sagt uns die Weihnachtsbotschaft. Er ist uns nahe in unserer Hilflosigkeit, Verletzlichkeit und Ungewissheit. Er ist uns nahe in unserer Menschlichkeit. Wir sind daran nicht allein auf unserem Weg. Da, wo wir geliebt werden mit all unseren Gefühlen, da, wo wir vor einem anderen Menschen nackt sein können, da ist ein Stück Himmel auf die Erde gekommen. Das ist für mich Weihnachten. Darauf aber, wo die Engel wieder verschwunden sind, zurück in den Himmel, haben die Hirten zueinander gesagt, kommt, wir gehen auf Bethlehem mir, damit wir diese Geschichte selber sehen können und schauen, wo uns der Herrgott da gekundet hat. Sie haben sich nacheinander aufgemacht und auch richtig alles angetroffen. Maria, der Josef und das Kind in der Futterkrüpfe. Wo sie es aber gesehen haben, sind sie nachher überall hin, um erzählen, was sie über das Kind alles erfahren haben. Und alle, die das gehört haben gestaunet ob dem Bericht. Maria aber hat alle die Worte für sich behalten und in ihrem Herz bewegt. Und die Hirten sind wieder zurückgelaufen zu ihren Schafen und haben Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben, gerühmt und ihm danket, so, wie man es ihnen vorher gesagt hat.
Ist es nicht eine wunderbare Geschichte, die Lukas uns erzählt? Die Geschichte von der Geburt Jesu. Vielleicht wissen Sie auch eine Geschichte über Ihre Geburt. Vielleicht haben Ihre Eltern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen auch etwas darüber erzählt, wie Sie zur Welt gekommen sind. Vielleicht gibt es sogar Legenden darüber, auch wenn es keine heiligen Legenden sind. Meine Eltern jedenfalls haben mir als Kind ein paar Dinge erzählt. Zum Beispiel, dass es sehr viel Schnee hatte in jenem fernen Februar bei meiner Geburt. Und darüber muss ich noch heute schmunzeln. Es war noch nicht die Zeit, als Väter bei der Geburt dabei waren, dass sich mein Vater anlässlich des Besuches meiner Mutter im Spital einen neuen Hut gekauft hat. Geburtsgeschichten sind Erinnerungsgeschichten. Und so eine Erinnerungsgeschichte ist auch die Weihnachtsgeschichte. Wenn wir diese wundersamen Geschichten der Bibel aus einer längst vergangenen Welt lesen oder hören, dann verbindet sich unsere persönliche Geschichte damit. Weihnachten ist auch schön, weil sich im Kind in der Krippe unser eigenes Kindsein, unser eigener erster Anfang spiegelt. Manchmal ist das zauberhaft und voller feiner Sentimentalität. Auch die Menschen, die schon lange nicht mehr da sind, sie stehen uns unter Umständen vor Augen. Und es mag auch vorkommen, dass wir uns ein wenig zurücksehnen nach damals. Manche Menschen haben Schwieriges erlebt in ihrer Kindheit, welches sie in und mit ihrem Leben bewältigen mussten oder müssen. Da hat auch die Erinnerung an Weihnachten eine ganz andere Färbung und einen anderen Klang. Dennoch, die Erzählung von der Geburt Christi, sie hat die Kraft, das Herz zu trösten. Von ihm, von Christus, heißt es in einem Kirchenlied: Licht, das in die Welt gekommen, Sonne voller Glanz und Pracht, Morgenstern aus Gott entglommen, treib hinweg die alte Nacht. Zieh in deinen Wunderschein bald die ganze Welt hinein. Amen. Du menschenfreundlicher Gott,
Schicke den Gesang der Engel in jede Ohnmacht, das Lied des Trostes in jede Not, deine Kraft in jede Krankheit und öffne unsere Augen für deine Menschwerdung. Lass uns glauben und erfahren, dass die Zerbrechlichkeit unseres Lebens bei dir gut aufgehoben ist. Das bitten wir dich heute besonders für die Kranken und Einsamen zu Hause, in den Heimen und Spitälern, für das Gesundheitspersonal, das sich aufopfert im Kampf gegen das Virus, für alle, die Frieden bringen, wo Streit herrscht, die den Glauben leben, wo Gleichgültigkeit um sich greift, die sich aus Liebe selber verschenken und die Hoffnung verbreiten, wo die Verzweiflung sich breit macht. In der Stille sagen wir dir nun unsere ganz persönlichen Anliegen. In der Hoffnung auf deine Gegenwart beten wir gemeinsam weiter mit den Worten, die uns sein Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Glaube ist wie ein Vogel, der singt, wenn es noch dunkel ist. In diesem Sinne dürfen wir auch dieses Jahr getrost miteinander O du Fröhliche singen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Christnachtfeier ermöglicht haben und jetzt namentlich sichtbar werden. Ein spezieller Dank gebührt dem Schaffhauser Fernsehen für die kostenlose Ausstrahlung dieser Christnachtfeier jetzt und die stündlichen Wiederholungen von morgen Weihnachtstag,
ab 18 Uhr bis am Stephanstag um 17 Uhr. Bitte beachten Sie auch die eingeblendeten Angaben zur heutigen Kollekte. Sie ist bestimmt für die Gassenküche. Vielen Dank für Ihre Unterstützung für diese Menschen, die kein festes Zuhause haben. Nun wünschen wir Ihnen allen frohmachende Weihnachten und gesegnete Feiertage. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.